Deswegen, ja, ich mach's trotzdem. So, also, gegen mich spielt ein deutlich stärkerer Spieler jetzt. Ich werde keine Schafe klauen. Schmatzki fragt gerade nach. Und der muss jetzt die ersten 5 Minuten lang tatsächlich, darf er wirklich gar nichts gegen mich machen. Stefan hat, glaube ich, auf jeden Fall mehr als 2000 auf Wubli. Um in Perspektive zu bleiben, ich habe gerade bei Wubli 1550. Ah, fuck, jetzt habe ich vergessen, die Challenge einzustellen, das Betting einzustellen. Das geht aber schnell, einen Moment nur. So, und da ist die Challenge auch schon los. Jetzt muss ich ihn ja in dem Fall nicht fragen, ob es okay ist, dass wir loslegen. Ja, Ingame-Zeit natürlich. 5 Minuten Ingame-Zeit. Ach fuck, jetzt habe ich. Ach, durch den Lag ist mir das Schaf jetzt hier vorne gestorben. Fuck. Spielen wir überhaupt Türken? Und er spielt Hunden. Auch schon wieder Hunden. Als Gegner. Dann kann ich jetzt eigentlich ganz frech fast im Spielen. Ich kann mich leider nicht erinnern, wie man es spielt. Aber ich habe jetzt Zeit, um es zu probieren. Cease creating extra villagers. Cease. Beide Boas sind drin. Ich sehe von den Rehen noch nicht allzu viel. Ah, da draußen sind sie. Fuck. Aber er kann mir im Prinzip nicht in die Parade fahren. Deshalb werde ich die gleich einfach reindrücken. Soll ich einen Mönch-Push versuchen? Habe ich auch eigentlich gar keine Ahnung, wie es geht. Hab ich's, also ich habe es schon mal gewusst, aber ich weiß es nicht mehr, so würde ich das sagen. Jetzt schon Repushen ist eigentlich bescheuert. Das hätte ich nicht direkt löschen sollen und vor allem diese riesen Lücke. Hey, 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 hey. Schnell Fuldado mit Tauern in seinem Dorf. Das könnte ich schon machen, aber es war halt, wäre halt schon ziemlich assi. Ich will schon so ordentlich machen, sag ich mal. Also ich will nichts, das nicht so krass ausnutzen und. Also ich will jetzt auch nicht, wenn es jetzt auf Rabin gewesen wäre, wäre ich auch nicht direkt mit meinem Scout losgelaufen, hätte seine Dorfbewohner gekillt. Also das sollte schon irgendwie noch im Rahmen bleiben. Das Dorfgesetz, dass ich Mönche mache, aber die sind der Militäreinheiten, also das hätte ich ja gar nicht machen dürfen. Jetzt mal ein bisschen nachgedacht. Er darf jetzt auch gleich loslegen. Und ich werde jetzt vielleicht mal versuchen, in Ruhe meine Rehe hier zu pushen. So, gucken wir mal, ob ich die Bambis hier reinkriege. Das leckt leider wirklich ein bisschen. Ich habe auch meine Schafe gar nicht alle gefunden, fällt mir gerade auf. Aber die sind dann wahrscheinlich hinten in meiner Base noch drin. Jetzt kann es doch nicht sein, warum läuft dieses Schaf, dieses Reh jetzt nicht ordentlich? Na, geht doch.
Avje. Avje, avje. Evet, oduncu. Ich weiß eigentlich, kann ich, also Fast Imp wäre wahrscheinlich so, gar nicht so dumm, von, wenn ich das jetzt versuchen würde. Ich mach's einfach, ich versuch's einfach mal. Ich weiß nicht so richtig, wie es geht, ehrlich gesagt. Ich hab's wieder, es war eins meiner ersten Tutorials, aber ich hab's halt selber so gut wie nie gespielt. Deshalb ist es relativ schwierig, da jetzt nochmal drauf zu kommen. Oh, das ist mein Schaf übrigens. Nein. Ich weiß, es ist so semi-improvisiert natürlich beim Spielen, aber ist, glaube ich, beim Fast. Also Fast heißt einfach nur, dass ich jetzt mit 30 Pop oder so hochgehe wahrscheinlich. Da müsste das ausreichen. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach die Mühle nehmen können. Das Loch in der Mauer habe ich echt sehr voreilig gerissen, muss ich sagen. Ja, die Mauer muss ich gleich auf jeden Fall schließen. Sag's besser nochmal, wenn ich das. Das ist jetzt mein letztes Reh, ich habe es gerade nicht gezählt. Eins ist, glaube ich, nach da hinten gelaufen. Also mein vorletztes Reh. Danach sollte ich auf jeden Fall anfangen, sie zu mauern. Ah, fuck. Ja, komm. Kein Bock auf den Mist. Wir laufen jetzt tausendmal raus und rein. Es laggt auch tatsächlich ein bisschen und im Lag scheue ich doch sehr davor zurück, tatsächlich das mal richtig zu machen hier. Oh, vergessen das Schaf anzurühren, dann geht das eins. So. Gucken wir mal. Ja, mit Khmer kann man tatsächlich auch fast im Spielen. Ja, jetzt habe ich irgendwie mit dem Holz was verteilt. Weil ich so, hab zu früh zu viele Farmen gebaut anscheinend. Die Malai sind das, die sehr schnell durch zeigen gehen. Er wird sich jetzt wahrscheinlich schon anhand meiner Zeit denken, dass ich nicht Fast Castle spiele. Weil ich halt für Arena doch recht spät dran bin. So, ob das hier alles ausreicht, wird sich zeigen. Ist, wie gesagt, auch so ein bisschen semi-improvisiert, weil ich einfach nicht mehr so 100% weiß, wie es geht. Und du, warum arbeitest du nicht? Ich schaue gerade nochmal meine Streaming-Settings, ob ich nochmal ein bisschen was ändere hier. Ich hoffe, das Programm hängt sich jetzt gerade nicht auf. Ist der Stream noch da? Es hat gerade eine Zeit lang ziemlich gehakt hier. Also Stefan weiß auf jeden Fall, was ich mache, anhand meiner Abzeit. Hast du mal allein geschrieben? Ah, stimmt, sorry. Hab ich nicht richtig gelesen. Das hier. Wie heißt die andere nochmal? Die afrikanische Schiff, ich weiß es gerade nicht mehr selber.
Mann, ich bin nicht vergesslich heute. Quatsch. So. Ich bin erstmal sozusagen Fastcastle von hier aus. Brauche noch zwei Felder mindestens. Malia, genauso. Ach, Malia sind sogar meine Lieblingsfolge eigentlich. Dann fällt mir der Name nicht ein. Immer wenn ich unter Stress bin, Leute. Daran erkennt man es. Hazır. Usta. Efendim. Oduncu. Evet, tamam. Evet. So, bin mal sehr gespannt, was hier, wie der Österreicher sagen würde, sich ausgeht. Hazır. Usta. Efendim. Usta. Ich glaube, Mama erholt sich keine Wirtschaftsupgrades dabei. Ich bin mir nicht sicher. Ich mach's jetzt einfach. Ich hole mir zumindest das Holz-Upgrade. Ich glaube, Gold wird reichen. Frage ist nur, ob Nahrung reichen wird eigentlich. Mein Plan ist, fast Imp und dann auf Schießpulver direkt zu gehen. Also entweder er weiß sofort, was ich mache, oder er denkt sich, ich habe einfach verkackt. Und das ist natürlich auch die zweite Option. Dass es einfach nicht ganz klar ist, was das werden soll hier bei mir. Craig hat mit dem habe ich in letzter Zeit keine, keine Burg. Habe ich in letzter Zeit keinen Kontakt gehabt, weil er sein Handy verloren hat. Er hat mir über Steam geschrieben. Er hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Ich weiß nicht, ob er ein neues hat, ob er tot ist oder so. Ich weiß es nicht. Ich werde euch up-to-date halten, falls ich was Neues höre. Eins davon Gold auf Nahrung. Ansonsten, wenn ich zu viel Gold und zu wenig Nahrung habe, werde ich mir einfach mit dem überflüssigen Gold die Nahrung kaufen. Aber ich glaube, es haut mehr oder weniger hin hier. Das heißt, ich glaube, man kann drei Witz habe ich noch. Ich machen kann. Hi, hallo Project Exile. So, wir bauen das Ding hier. Und das Ding hier. Ja. Ich glaube, es kommt hin. Ansonsten, ich habe auf jeden Fall genug Gold, um mir mehr zu kaufen, falls es hier nicht reichen sollte mit der Nahrung. Hallo, ich habe doch gesagt, das will ich auch hier hinsetzen. Ach, ich hätte statt der Uni Monastery machen sollen, aber naja. Fuck, ist auch zu spät. Ja, zwei, also im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Aber es passt auf jeden Fall, es kommt alles hin. So. Das Gute ist, da ich Türke bin, kann ich auch seinen Scout jetzt wegsnacken gehen. Er weiß auf jeden Fall, was abgeht. Jetzt, wo er meine Gebäude auch gesehen hat. Kann mir keiner jetzt. Yes. Usta. Ja, nee, mit Fast Imp kann man, dann ist eine ITC-All-In-Strategie im Prinzip. Also da hat man hat im Prinzip gar keine Wirtschaft drin. Also ihr seht ja jetzt, ich habe eigentlich nur ein bisschen Gold. Das war's. Oh, er macht einen Eid, okay. Die sind gegen Fast Imp natürlich gar nicht mehr so schlecht. Okay, das war unnötig.
Habe ich das denn nicht geholt? Ja, habe ich. Ja. Na, ich will den jetzt hier nicht reinlassen. Ja, die Charo haben insgesamt mehr Reichweite und mehr Schaden, aber leichte Kanoniere kann man besser produzieren, weil sie aus Standgebäuden und nicht aus der Burg kommen und außerdem haben sie Bonusschaden gegen Infanterie, das heißt, dahingehend haben sie noch einen Vorteil. Und wie du siehst, habe ich jetzt im Prinzip, also meine Wirtschaft, ich gebe jeden Fitzel von meinen Ressourcen gerade aus. Nein, ach. Wo habe ich jetzt den Bogenschützen gemacht hier oben? Spannend, dass überrascht, dass ich die. Oh fuck. Ja gut, das habe ich, das Upgrade habe ich übersprungen, weil ich es nicht leisten konnte natürlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Ritter er jetzt schon haben könnte. Wie ich mich da schlagen werde, ohne nennenswerte Micro-Skills. Schauen wir einfach mal. Ja, ob wir den kriegen, kriegen wir nicht. Na komm. Gegen Mang helfen ja Kanonen. Also die Belagerungskanonen sind da sehr gut gehen. Das hat er wahrscheinlich einfach hinten dran gewallt. Yaparım. Emrin, usta. Tamam, yaparım. Hazır ol. Ha, den hat er sehr gut gespielt eigentlich. Aber ich auch.
Wie hängt meine Maus halt ein bisschen? Ja, es sieht schon ganz gut aus auf jeden Fall. Das Ding ist, das Ganze kann halt mit einem guten Mangelschuss direkt wieder kaputt sein. Ich nicht mal irgendwann mal Kanone hier wieder so. Habe ich gar kein Gold mehr draußen? Okay. Stimmt, ich sollte mal die Waffenschmiede killen gehen. Gute Idee, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, Mann. Wird auch nicht jünger. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. Ich muss halt dazu sagen, das ist schon eine extrem krasse Challenge natürlich. Kommen wir hier von hinten an. Fuck, jetzt habe ich mich ablenken lassen. Usta.
usta. Usta. Usta. Ja, einmal nicht hingeguckt, dann passiert das wieder direkt hier. Ja, ich hab genau den gleichen Gedanken mit der Burg gerade. Deshalb habe ich die Leute auf Stein geschickt vor dem. Madenci. Madenci. Usta, usta. Okay. Bogenschützen ist vielleicht immer wieder gemacht. So ein Schütze noch immer. Oh, den habe ich zurückgelassen. Ich dachte, den hätte er mitgeschickt. Ich hab echt geschafft, gehaust zu sein, meine Fresse. Ballistik macht keinen Effekt auf Kanoniere oder so, ob ich das nicht erfordert schneide. Ups. Yaparım. Saldır. Tamam.
bei so vielen Kanonieren kann man tatsächlich auch mal diesen Turm hier wegsnacken. Ach Leute. Gegen Kanoniere ist alles mögliche gut. Andere Kanonen, also Ladungskanonen, wenn man genug gedrückt hat, passt das. Plankler sind gut. Die haben halt relativ wenig Lebenspunkte, die haben einen sehr hohen Angriff, wenig Lebenspunkte einfach. Aber Lesten, genau, die auch. Also Bogenschützen mit einer höheren Schussfrequenz und besserer Reichweite. Macht hier gleich einen Move auf jeden Fall. Ja, wer weiß, was Stefan hier im Hintergrund noch treibt. Er hat noch viele Ritter auf jeden Fall. Ich habe ihm nur seine Base halt ein bisschen geklaut. 5 Minuten Vorsprung ist halt auch schon echt eine krasse Challenge, einfach muss man dazu sagen. Oh, wo ist meine Armee? Ach, fuck, hier unten. Das hat er gut aufgepasst. Habe ich da irgendwie reingeklickt noch? Ne, habe ich nicht. Schade. Also jetzt kommt hier der Gegenpush. Mörderlöcher weiß ich nicht, glaube nicht. Aber da stehen jetzt gerade echt nur die Rahmen drunter, deshalb. Ach fuck, die gibt's nicht gefallen. Hi Terran. Heute ist Challenge-Abend und jetzt gerade spiele ich mit dem guten Stefan. GG. jetzt habe ich die Türken habe ich per Zufall natürlich bekommen, deshalb hat sich das fast im Angebot. Ich weiß nicht, ob ein normaler Push vielleicht sogar noch heftiger gewesen wäre.
Und ich hätte wissen müssen, dass er hier draußen ist, aber da war halt einfach kein Gold mehr, sonst hätte er mehr machen können. Hier war halt nur dieser eine Goldspot bei ihm noch. Und ich hätte versucht weiterzufinden. Hier waren die ganzen. Die drei Goldspots direkt zwischen uns, das war halt klar, dass ich die kriegen würde. Aber wir haben fast eine Stunde gespielt. Ich habe ewig gebraucht, um hier Fortschritte zu machen. Die Kamele hätte ich früher auspacken müssen, glaube ich. Ich war da ein bisschen stur. Und es hakt irgendwie immer noch ein kleines bisschen. Ich habe es jetzt auf den Leck geschoben. Ich hoffe, das ist nicht so. Ansonsten gucke ich gleich nochmal, ob ich in Stream-Einstellungen noch irgendwas ändern muss. So, dann küren wir doch mal den Gewinner. So, diejenigen, die auf mich gewertet haben, an mich geglaubt haben, die kriegen jetzt ein paar Pfeile. So. Seine Uptime war natürlich dann nicht so der Knaller dadurch. Aber immer noch besser als bei den meisten Noobs, also sehen wir mal. Ja, war jedenfalls eine sehr lustige Runde, fand ich. Danke fürs Mitmachen.